Wundervollen, was auch immer, gerade guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pure Soul Talk. Heute zu Gast der wundervolle Stefan Gantner. Und bevor der Stefan die Chance kriegt, sich selber sozusagen auch in den Raum einzuwählen, es wird jetzt wichtig, mein Buch perfekt. Und als einer der Helden in diesem Buch, Stefan Gantner. Damit ist schon sehr viel erklärt. Wir werden uns übrigens anschließend gleich in Mundart Vorarlbergerisch unterhalten. Aber jetzt lese ich noch kurz was vor. Zuvor kurz, herzlich willkommen, lieber Stefan. Danke, lieber Christian. Freut mich, hier zu sein. Danke. Falls das, was ich vorliest, lang ist, habe ich mir gedacht, ist schon wichtig, dass du auch noch ein Wort sagen kannst. Herzlich willkommen, Stefan. So schön, dass du da bist. Danke. Der Text, der ist ja aus meiner Perspektive geschrieben. Und ich habe es aber mit dir dazu mal abklärt. Stimmt es inhaltlich? Nicht, dass ich da nicht irgendwelche Wörter reinlege. Und ich habe es jetzt gerade vorher wieder hergeholt. Und da habe ich war sehr, sehr berührt. Und zwar, ich kenne viele Menschen, in dem Fall ich jetzt, die sehr viel Geld und Zeit für den eigenen Bewusstseinserweiterung ausgegeben haben. Und da kommt Stefan in mein Studio und erzählt mir, dass sein Leben, sein Körper, seine Familie von Geburt an die beste Bewusstseinserweiterung war. Nachdem ich diesen außergewöhnlichen Menschen kennenlernen durfte, musste ich wirklich scharf nachdenken und weit zurückgehen in meinem Lebensweg, um herauszufinden, dass ich noch nie einen Menschen kennengelernt habe, der wirklich dieses Ich bin perfekt, so wie ich bin, in einer derart positiven Art und Weise lebt. Stefans Pläne sind groß, wie er sie denken kann. Und er kann richtig groß denken. So hat er meine Frage, was, wenn alles möglich wäre, wie folgt beantwortet. Ich würde mindestens die Hälfte des Jahres auf der ganzen Welt unterwegs sein und meine Geschichte erzählen, die Menschen inspirieren, sie ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden. Gänsehaut. Total. Super. An der Stelle, lieber Stefan, wie weit bist du in dieser Mission bereits gekommen? Ist der perfekte Zeitpunkt für diesen Pure Soul Talk, Christian, Ja. weil ich bin gerade an der Startlinie für genau dieses Abenteuer für mich. Oder ich nenne alles, was ich erleben durfte, erleben darf, meine Abenteuer. Und wir kommen dann später noch vielleicht im Detail dazu. Ich habe heuer im Frühjahr eine Ausbildung gestartet, ein Basiscurriculum. Und zwar hat in Vorarlberg der Bertram Strolz, er ist Psychologe, und der hat die Akademie für positive Psychologie gegründet vor 6 Jahren. Und da habe ich heuer, ich durfte ihn letzten Jahr kennenlernen, und heuer habe ich das Basiscurriculum abgeschlossen und durften wir eine Projektarbeit machen. Ja. Und mein Projekt, ich habe es Building Bridges getauft, soll genau das, was du damals so wunderschön formuliert hast. Das ist quasi das Ziel, beziehungsweise das ist mein Herzensprojekt, meine Herzensangelegenheit. Genau. Genau. Also, und es ist so spannend. Ich bin ja bei dem Buch immer wieder an diese, also man muss vielleicht der Beginn des Buches war in dem geschuldet, dass ich Fotograf bin, wollte ursprünglich einfach nur von Menschen Fotos zeigen, die so wie du besonders sind. Auf das möchte ich jetzt kurz eingehen. Was ist diese Besonderheit? Weil die Menschen sehr stark in ihre eigenen Richtungen interpretieren. Als Beispiel, wenn jetzt jemand irgendeinen Menschen sehen würde aus meinem Buch, einer dieser dargestellten Helden. Und die Geschichte dieses Helden würde nicht dort stehen,
wird 90% der Menschen, die Zahl ist frei erfunden, in eine Art Mitleid-Opfer-Interpretation fallen. Warum? Weil sie nur sehen, was sie sehen. Und sie kennen die Geschichte nicht. Und es hat mich als Fotograf natürlich einmal an die Grenze gebracht, meines Mediums, weil ich mir gedacht habe, interessant, negative Menschen neigen dazu, von einem Foto, das ein Teil negativ interpretiert werden könnte, sie negativ zu interpretieren. Ja, ja, logisch, weil sie sich das auch gewöhnt haben. Ja. Und dann bin ich erst drauf gekommen, ich brauche das Wort, die gesprochene Sprache, diese Geschichte dahinter, um das überhaupt in diese motivierende Richtung zum kriegen. Und damit verbunden aber zwei Sachen. Das eine ist, offensichtlich hast du eine Besonderheit, da gehen wir jetzt gleich drauf hin. Und zweitens siehst du, wie wichtig es ist, auch für dich, wenn du sagst, Bühne, motivieren, inspirieren, wie wichtig das gesprochene Wort dazu ist, damit die Menschen einfach wirklich geführt werden, auch in diese Richtung. Ja. Besonders, das ist übrigens mein Wort für alles, was in diesem Buch eben stattfindet. Manche Menschen würden sagen, also ich höre ja am allermeisten in der Außenwelt, Behinderung. Ich bin mit einer Behinderung auf diese Welt gekommen. Das finde ich in sich schon eine Tragödie, das Wort. Das finde ich fürchterlich. Und du kannst jetzt mir sagen, was ist es in deiner Besonderheit, auch in deinen Worten? Und wie gehst du mit diesem Wort Behinderung um? Hörst du das nur ab und zu oder ist das völlig außen weg? Also, wie gehe ich damit um? Ich habe mich nie als behindert gefühlt. Nie. Ja. Und ich durfte jetzt gerade auch vor 2 Wochen an einem Seminar teilnehmen, wo es um Scham ging. Der Titel war Scham, die Wächterin der Menschenwürde. Wundervoll, ja, von Heil, ja. Stefan Marx aus Deutschland wurde, also der war da quasi der Key Speaker. Und da hat er ein Beispiel aufgebracht, oder? Früher, er hat Deutschland als Beispiel gebracht, früher, und die arme Familie war am Stadtrand. Die haben gerade noch ein Haus am Dorfrand, am Stadtrand bekommen. Ja? Und dann ging mir so, in mir hat sich dann so quasi, ja, es lief wie so ein kleiner Film ab, wo man gedacht, man hat dann auch so ein paar Geschichten gehört, wie früher die Familien, keine Ahnung, eine Schwester oder irgendjemand in der Familie, wo behindert ist, war, wurde versteckt, oder? Ja. Die wurde versteckt. Und dann kam es mir wie geschossen, dass ich und das weißt du auch aus unseren Gesprächen, dass meine Eltern meine Helden sind, weil die haben mich überall mit hingenommen, oder? Die haben mich nirgends eingeschränkt oder gesagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, oder? Also ich hatte wirklich, ich konnte alles machen, ich konnte alles werden, damals schon, was ich will. Und das Wort Behinderung, nein, ich hatte eine wundervolle Kindheit und Jugend. Ja, ich hatte tolle Mitschülerinnen und Mitschüler. Ja, also so etwas auch wie Mobbing oder sonst etwas, da bin ich, ich war gesegnet, ich bin gesegnet, dass so etwas war nie ein Fall oder Thema bei mir. Ja. Und von dem her, ja, vielleicht rundet jetzt noch die Frage ab. Vor gut einem halben Jahr war ich auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und ein Mann, offensichtlich aus dem Pflegebereich oder aus dem medizinischen Bereich, sagte zu mir, ja, wie heißt denn das, was du hast? Und dann habe ich gesagt, oh, das tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Und dann erschrickt er oder offensichtlich und sagt er, ja, aber das muss doch einen Namen haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, da hast du bestimmt recht, aber ich weiß es leider nicht. Ja, vielleicht rundet das so die Frage etwas humorvoll ab. Ja. Genau, und dennoch, oder jetzt ist an der Stelle vielleicht auch noch erwähnenswert, einfach, dass wir den Menschen es leichter machen. Was ist deine Besonderheit? Also, so wie beschreibst du, wenn die jemand jetzt am Telefon kennenlernen ja. will, die nicht kennt? Wenn man mich kennt. Also, die Kurzform, wenn ich es den Leuten erkläre, ist, ich bin auf die Welt gekommen und es fehlen mir an Händen, Beinen ein paar Knochen. Ja, ich habe 4 wundervolle Finger pro Hand.
Ja, und ich, mir fehlt, glaube ich, Schien oder Wadenbein und Elle, Speiche, irgendeines von beiden fehlt mir, Füßen und Händen. Und ja, das war es eigentlich schon. Das Es war ist es so eigentlich. geil, weißt du, ich Ja. weiß es eh nicht genau, es fehlt halt irgendwas. Genau, Und genau. solange der Motor läuft, ist doch scheißegal. Du kennst das, wenn einer Motor zerlegt, wieder zusammenbaut und es blieb ein Schrauber übrig, aber der Motor Ja. läuft, also Ja. passt schon. Ja, absolut, oder? Ja. Für mich, jemand hatte, keine Ahnung, ein Hobby oder irgendwas anderes, gesagt, kannst du das machen? Und sage ich, probieren wir es, oder? Oder? Das erinnert mich immer an dieses Bild, oder es gibt so Kurzvideos, die Ameise, wo man mit dem Stift einen Kreis rundum zieht und die Ameise könnte aber über über das Hindernis so drüber. Aber es macht es nicht, oder? Und irgendwie hat, keine Ahnung, jetzt vom Körperlichen her gesehen, ist dieser Kreis, war nicht nur sichtbar, sondern auch, ja, ich werde niemals ein Marathonläufer, ja. Aber ich habe mir gedacht, na, schauen wir mal, ob ich drüber komme, oder? Also, Wahnsinn, super wertvoll. ja, learning by doing, learning by doing. Die ist mit der vier Finger übrigens, das ist Ja. bei unserer ersten Begegnung auch so ein Thema gewesen, weil du das gesagt hast. Das ist meine Besonderheit. Also du hast es eher wie eine Trophäe herzogt. Weißt du, so was ganz Schönes. Und Ja, das ist auch so was extrem Wertvolles, wo ich mir denke, wie viel in unserem Lehrer ist eigentlich nur eine Frage der Betrachtungsweise. Und mir tun viel zu oft, glaube ich, auch dieses, wenn man vergleicht, neigt man dazu, die Masse der, also quasi das am meisten in der Form vorhanden ist, was wir denn sagen, Normalität. Nur deine Normalität ist das, was du bist. absolut. Und wenn du, und das habe ich verstanden bei dir, gelernt hast, dass das Vergleichen keinen Sinn macht, hast ja genau dasselbe, nämlich so, wie es bei dir ist und sein soll. Ja, schöner Punkt mit zum Vergleichen, Christian. Und zwar habe ich da gerade auch letztens etwas Wundervolles gelesen und gehört, oder? Comparison is the thief of joy. Ja, tut. Und if you compare yourself to others, you will never be happy, oder? Und ich bin verdammt Ja, glücklich. das Verstehst du mich? stimmt, ja. Weil ich vergleiche es, fairerweise muss man sagen, es fällt nicht immer leicht. Ja? Weil Social, nur ein Begriff in die Runde geworfen, Social Media, es fällt nicht leicht, heutzutage bei sich zu bleiben, ja, mit dem ganzen Input von außen. Und ja, und da, glaube ich, zeigt sich, wer bist du? Was für ein Mindset hast du? Ja. Gut, und an der Stelle natürlich erwähnt, wenn du sagst Social Media, das haben ja die normal, diese Millionen von normalen Menschen genau gleich. Ja. Also es ist ja jetzt nicht exklusiv so, dass du sagen könntest, bei mir gehen sie besonders auf mich los, was mich eher wundern wird, weil du mit deiner Selbstsicherheit und mit dieser Selbstliebe, das finde ich eigentlich das viel bessere Wort dafür, die du für die hast, wenn denn ja nur Neid auf die ziehst. Und das war ein bisschen auch die Idee von dem Buch, das muss man jetzt zwar relativieren, weil es geht natürlich nicht, dass Menschen neidisch sind, sondern was meine Grundidee war, ist, den normalen Menschen, diesen perfekten, schönen, Schrägstrich, unglücklichen Menschen zeigen, dass da Menschen sind, die nicht der Norm entsprechen und glücklich sind. Und der zweite Teil von dem Satz ist viel wichtiger. Weil wenn jetzt ich ganz normal und unbedarft auf so eine Situation kommen würde, wird bei mir automatisch losgehen, aha, das gibt's. Wie geht das? Das will ich lernen. Und das ist natürlich, das war ursprünglich, ich meine, ich aus der Fotografie kommen, habe einfach ganz viele von diesen unglücklichen Menschen vor meiner Kamera gehabt, die meistens unglücklich aufgrund von Aussehen waren, die aber meistens sehr schön waren, auch im Volksmund, also im Vergleich jetzt, ne? Und ein Model, wo er gute Gage kriegt, die kriegt ja nicht eine gute Gage, weil sie lang genug dabei ist, sondern weil sie offensichtlich schön ist, nach dem Maßstab der Branche.
Und das war für mich immer etwas schwer Erträgliches, dass die sich nicht nur schier finden, sondern dass sie so unglücklich sind, weil wenn man denkt, was, man, du bist gesund, du bist schön, du bist begehrt, du kriegst Geld für das, was fehlt? Und das war aber so ein Einstieg in das. Und ich finde es übrigens super spannend, Stefan, dass du jetzt das erwähnt hast, dass bei dir ohne die mal rosarote ist. Wie sind die Tage, die nicht rosarot sind? Was wäre so ein Moment einmal, wo du sagst, da habe ich auch mal einen Hänger? Was so Momente sind, der Verstand spielt einem ganz gerne mal einen Streich, oder? Und von dem her kann denn auch, keine Ahnung, die wildesten Gedanken oder in einem Ruf. Und ich muss ganz ehrlich was sagen, und ich weiß gar nicht, von wo das kommt, aber ich hab so ein inneres Urvertrauen, würde ich es bezeichnen, dass ich dann wieder den negative Gedanken was Positives umwandle, oder? Und ich bin dann irgendwann einmal, und das ist, ich weiß nicht, da kann man es ein Mantra nennen, ein Zitat, ich bin dann einmal mit einem Spruch aufgekommen, und ich habe gesehen, von Zeit zu Zeit hegen wir alle negative Gedanken. Entscheidend ist, wie du am Ende mit dir selbst verbleibst, oder? Und ich habe jetzt auch ein paar sehr intensive Jahre hinter mir. Wunderschöne, intensive Jahre. Und ich habe mich immer an dieses Zitat erinnert, oder, wo ich selber für mich entwickelt habe. Und im Grunde genommen habe ich gesehen, ein negativer Gedanke gleichen mindestens mit zwei positiven aus, oder? Und ja, und dann habe ich auch noch vom Anthony Hopkins ein wunderschönes, wunderbares Kurzvideo online gefunden. Und er sieht, ich gehe jetzt dann ins Detail, weil ich würde sowieso nicht so schön umbringen wie er, ein Top-Actor, gell? Er hat gesagt, play the game of belief, oder? Weil am Anfang ist es ein Glaube, eine Vision, oder? Und ja, die Grundaussage aus dem wunderschönen Kurzvideo ist von ihm, glaub dran, auch wenn du am Anfang nicht dran glaubst, oder? Bis du dran glaubst, oder? Und den seht ihr halt so quasi. Und am Schluss, noch in seiner richtig tolle Art, seht ihr, that's sheer power, oder? Das ist, ja, abgesehen davon, dass er ein sensationeller Schauspieler ist, wunderschöner Input, Voll oder? schön, voll schön, ja. Oder? Und da kann man jetzt wieder das auseinandernehmen und diskutieren, sich etwas vorsagen, oder? Nur, keine Ahnung, so dieses Schönreden, aber am Anfang ist vielleicht das genau das, was du brauchst, oder? Und erst wenn es in dir drinnen, wenn das Gefühl aufkommt, oder? Und ich habe das jetzt gerade vor kurzem bei mir entdeckt, wenn ich merke, dass ich in mich gehe und dann auf einmal poppt ein Lachen bei mir auf, ein Lächeln auf dem Gesicht, dann weiß ich, dass es in mir drinnen angekommen ist, oder? Verbunden bist, ja. Ja. Und aber das ist nicht von heute auf morgen gekommen, gell? Das sind Ja. viele, viele Jahre. Ja. Ja. Wobei ich schon auch bei dir merke, und du hast vorher auch schon erwähnt, dass deine Eltern einen großen Teil dabei gespielt haben, Ja. indem sie die immer ermutigt haben. Also so habe ich das Wort habe ich jetzt frei gewählt, weil da könnte man 10 andere dafür anstellen, aber die sind natürlich sehr, sehr wertvoll Ja. in deinem Leben schon von Anfang an mit dabei gewesen, zum sagen, du bist besonders und sieh das auch so und verkauf dich niemals drunter. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, wo sich viele Menschen wünschen würden, die vielleicht sich selber wieder in der Situation der Normalität befinden, aber das nicht kettern, sondern dort Ja. nur mit Ängsten und Zweifeln konfrontiert waren in ihrer Kindheit. Wer war's, ne? Richtig, und mich hat vor vielen Jahren einmal gute Freundin von mir gefragt, und hat sie gesagt, mach, oder? Du bist immer der harte Weg gegangen, oder? Und hat sie gesagt, wäre es nicht einmal toll für dich, den leichten Weg zu gehen? Und instinktiv war, wenn ich mich noch richtig erinnere, die Frage, ich kenne es nicht anders. Und letztendlich, Christian, also du hörst schon raus, ich reflektiere sehr gerne, oder? Und gehe in mich selber rein. Habe ich herausgefunden, wo ich auf die Welt gekommen bin. Ich habe meine Eltern nie wirklich über die gesamte Geschichte gefragt, oder? Weiß gar nicht warum. Was ich allerdings weiß, ist, dass am Anfang ein Doktor gesehen hat,
es besteht eine 50-50-Chance, dass ich einen Fuß, mein rechter Fuß behalten kann, oder? Oder man müsste ihn amputieren. Und da ist mir jetzt gerade vor kurzem bewusst worden, meine Eltern, meine Mama, mein Papa, haben damals schon gesagt, wir gehen den harten Weg, oder? Und den habe ich, den, und den war für mich, den ist mir vor ein paar Wochen wie Schuppen von der Oger gefallen. Mit dem bin ich nicht nur aufgewachsen, sondern das haben meine Eltern mir schon vorgelegt, oder? Das haben sie mir, wie man bei uns sagt, in die Wiege gelegt, oder? So dieses kraftvolle und die Herausforderung, das Abenteuer, oder? Ich finde es so schön, es schließt sich irgendwo als wie ein schöner Kreis. Aber hast du selber diesen Weg als hart empfunden oder war das für dich einfach der normale Weg, weil du gar keinen Vergleich in dem Sinn gehabt hast? Absolut, Ja. absolut, oder? Deshalb habe ich auch so ungemein großer Respekt vor Leuten, die, egal ob jetzt im jungen oder im hohen Alter, durch irgendeine Tragödie, was sie nicht da im Rohlstuhl sind oder irgendeinen anderen Schicksalsschlag verzeichnen. Vor denen habe ich den größten Respekt, die wieder in das Leben zurückfinden und denen auch sagen, hey, ich bin perfekt, so wie ich bin. Da hast du auch viele kennengelernt, oder? Und vor allem, vielleicht sogar noch so wie gegangen, dass sie sagen, hey, ich möchte andere inspirieren, oder? Gibt es ja auch unzählige Leute, die Bücher geschrieben haben und Speaker sind. Vor denen habe ich am meisten Respekt, weil, wie du siehst, ich bin damit aufgewachsen, oder? Naja, spannend. Ich habe ja was in letzter Zeit auch, bei mir ist ein starker Wandel. Und ich habe das Gefühl, das ist immer. Aber ich merke, in letzter Zeit war er wieder stärker und er ist wieder ein bisschen zurückgegangen zu einer Version von, wie früher schon mehr Anteile von dem Ketter. Ich erkläre das jetzt gleich, damit es nicht zu abstrakt klingt. Ich habe eine Zeit lang, also ich komme ja aus dem militärischen Bereich, ich habe immer mit Gewalt und mit den niedrigsten Sachen der Menschheit zu tun gehabt. Und auf der anderen Seite als Fotograf immer versucht, mit dieser besonderen, der Blick auf das Schöne ist zum Kompensieren. Aber in Summe war das ein gewaltvolles Leben. Und dann habe ich irgendwann, das ist vor 10 Jahren, war das, habe ich gewechselt ins komplette Spiri-Lager. Ich habe also die Waffen an die Wand gehängt und bin ins andere Extrem. Und in der Zeit im Spiri-Lager habe ich Sachen erzählt, aus voller Überzeugung, weil ich dazu mal der Meinung war, so ist es, wo ich heute nie mehr erzähler wird. Einfach, oh, weil ich bin einfach, oder vom einen ins andere, das war logische Konsequenz. Aber ich habe vom anderen eigentlich gar nicht so genau gewusst, was das ist und ist es überhaupt lebensfähiges Konzept für diese Welt? Und die Antwort ist aus meiner Sicht nein. Und deswegen bin ich wieder zurück. Und wo auch bin ich zurück? Nämlich in die Mitte. Ich habe, so wie die Menschheit gut und schlecht verbindet, so wie Yin und Yang, wie Helligkeit und Dunkelheit existiert, habe ich bei mir, der Krieger und der, in meinem Fall der Spirituelle, ist immer der Zen-Schüler verbunden. Wunderschön. Und siehe da, kaum dass ich das entschieden habe, komme ich eigentlich geführt, ein bisschen so von Sachen, die ich mir auch höre, ich höre meistens auf YouTube, also meine Universität ist YouTube, höre ich auf einmal immer mehr und öfter Lehren von den alten Samurais. Und die sind hunderte von Jahre alt und das ist eigentlich über Zen entstanden, weil ganz viele Weisheiten, die im Zen heute noch zelebriert werden, also oder rezitiert werden, es werden ja oft so Geschichten, Gedanken vorgelesen, sind aus einer kriegerischen Situation entstanden. Und da ist da habe ich erst für mich denn was so diese Komplettheit gespürt, dass ich mir denke, dann, schon, wenn es zum Kämpfen ist, dann kämpf. Aber wenn es nicht zum Kämpfen ist, sei absolut friedvoll, glücklich und lächel. Und dass das beides genau gleichermaßen existiert, das reflektiert uns die Welt dauernd. Nur wir polarisieren so sehr, dass es uns nicht auffällt. Wir sagen immer entweder oder. Oder wenn wir das eine haben, sagen wir, ich will das andere. Das wird so jemand aus dieser Mischung heraus nie machen, weil er sagt, es gehört das Zusammenspiel von beidem. Und Shihang Yi, das ist ein aktuell deutscher, also er ist, glaube ich, der Che-Vorsitzende vom Shaolin-Kloster Deutschland.
Und er spricht sehr gut und viel, ich höre ihm gerne zu. Und er sagt immer, if you wanna know what is right, go left. If you wanna save the world, save yourself. If you wanna save yourself, save the world. Und das ist so schön beschrieben, weil wir immer glauben, dass genau dort, wo wir sind, was dort gerade ist, ist automatisch auch die Lösung. Die Lösung ist genau auf der anderen Seite. Aber das geht nur, wenn ich zwei auch akzeptieren kann. Und beide kennengelernt hast. Das wäre dann die Folge. Das machst du ja dann, wenn du das glaubst. Also wenn du es glauben kannst, sagst du, ja, das macht Sinn, das mache ich jetzt. Ne? Und deswegen hat es mich vorher interessiert, wo ich gesagt habe, dann kennst du überhaupt den leichten Weg, weil dieser harte Weg, das ist ja eine Bewertung. Nämlich von Menschen, die aus ihrem Weg auf Dienen umschauen und sagen, ja, aber Diener ist schon hart. Mag schon sie, mag auch wirklich so sie. Nur für die ist es nicht. Und das Zweite, was mir da eingefallen ist, das führt uns jetzt sicher gleich zum nächsten Thema. Das finde ich auch so geil. Ich kann den Spruch auch nicht genau wiederholen, weil es nur ansatzweise war. Der beste Seemann entstaut in der rauen See. Und ich habe über das nachgedacht, weil früher in der Spiri-Zeit hätte ich gesagt, oh, so ein Bullshit, da wird dann nur eingeredet, dass es immer nur durch Schmerzen funktioniert. Ne? Und heute, auch im Rückblick auf mein Lehrer, bin ich genau der Meinung, dass ich am allermeisten gewachsen bin und am allermeisten mich entwickelt habe, genau dort, wo es eigentlich beschissen war. Jetzt nicht täuschen lassen, dass es heißt, das ist der Schlüssel zu jeder Entwicklung, das ist nicht. Aber diese Annahme vor dem, dass es auch mal beschissen sein kann und ich dort ein Wachstum erreiche, vor dem, außer ich denn in die Erholung gang und dann die schöne Zeit wieder da ist, ist in meiner Welt mittlerweile am besten das Leben erklärt. Wundervoll. Ja. Super. Ja, es ist, oder? Es ist doch spannend. Ich wollte sogar schon mal einen Post machen, wo ich schreiben wollte, du, es tut mir leid für die ganze Scheiße, was ich euch die letzten Jahre erzählt habe, weil ich würde es jetzt einfach nicht mehr sagen. Aber ich habe den Post dann nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich bin ja nicht deppert, ich mache ja nicht meine ganze gesamte Vergangenheit kaputt. Und der Punkt ist, wenn Ja. jemand erleuchtet genug ist, dann erkennt er ja, dass es alles immer das Gesamte ist. Ne? Also, dass wir uns weiterentwickeln können und dennoch dir das Ego hoffentlich die Größe erlaubt, zuzugeben, dass sie das heute nicht mehr sagen wird, macht es ja nicht zu was Schlechtem, sondern es macht es einfach nur zum Evolution. Ne? Ja, und es ist schon mutig von dir, dass du das jetzt siehst, oder? Ja, dass du siehst, was ich nicht, Hausnummer 10 Jahre zurück oder 5 Jahre zurück, war ich da voller Überzeugung. Ja. Jetzt sage ich das anders, oder? Genau. Das zeigt für Größe. Da ist gar nichts verloren, ganz im Ja, Gegenteil, richtig. oder? Richtig. Es Ganz ist im Gegenteil. Wachstum. Es Es ist ist einfach Entwicklung, ne? richtig, Ja. richtig, ja. Super. Und weil es mir jetzt gerade einfällt, ich weiß gar nicht, warum das jetzt zu mir kommt. Ich werde natürlich auch kritisiert dafür. Da hat er. Ja, jetzt fällt mir der Name nicht, der Extremsportler David Goggins. Weiß nicht, ob du der was sagt, der hat Navy Seal Nein, Green nein. Beret und ich weiß nicht, was alles gemacht und jetzt ist er so ein Ja. Ultramarathonläufer und er ist schon so ein Motivationscoach, aber er ist Ja. extrem laut und in Amerika wird er dauernd uspiept, weil er immer Fuck sagt. Jedes dritte Wort ist Fuck. Und den Ja. verstehst du den fast nicht, weil der ganze Satz hat einfach fünf Pieps drin und der hat seine Botschaft, ist aber auch, dass er sagt, und da habe ich auch lange drüber nachdenken müssen, weil ich früher auch immer gesagt habe, du bist perfekt, wie du bist. Er sagt, no, you are fat. So call it what it is. Und dann habe ich mir gedacht, oh shit, aber was ist, wenn, weil ich habe schon verstanden, was er damit sagen wollte, ist, wenn du zu einem fetten, übergewichtigen, faulen, schwachen Menschen sagst, du bist perfekt, wie du bist, dann tust du ihm keinen Gefallen. Aber merkst du den Unterschied? Oder? Wenn ich sage, Perfekt, ja. ja, wir Aber sind alle perfekt und da habe ich gemerkt, das hat mir richtig in ein Dilemma gebracht, aber ich habe verstanden den Unterschied.
Das eine ist, was ich verändern kann. Und das andere ist, was ich nicht verändern kann. So, kritisiere nie irgendjemand für etwas, was nicht veränderbar ist, aber hilf jemand, der das Veränderbare nur nicht verändern kann, es zu verändern. Und ich glaube, das ist eine wertvolle Message. Absolut. Und ich sage, du reflektierst auch viel und hinterfragst schon viel, oder? So im Immer. bisherigen Gespräch, was ich jetzt raushöre. Und das ist toll. Das ist toll. Das wäre jetzt eine Botschaft, wo ich wirklich jeder Person, wo zuhört, mitgehen möchte, oder? Reflektieren. Dabei möchte ich aber auch sagen, nicht zu so hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Genau, Ja? richtig. Also, es gibt Scheißtage, oder? Und wo man einfach sieht, das war einfach, das war keine Ahnung, eine Situation, wo ich gemeint habe, ist einfach scheiße gewesen, oder? Und dann gibt es aber auch wieder Momente, wo man sieht, hey, da darf man auch der berühmte Schulterklopfer, oder? Da kann man stolz auf sich sein, oder? Und das hat mir geholfen, wie soll ich jetzt sagen, mit Situationen, die mich denn nicht in Ruhe lassen, abzuschließen. Gell? Ich würd jetzt mich bezeichnen als eine Person, wo jetzt eigentlich gar nicht in der Vergangenheit zu Hause ist. Oder was heißt das? Zu Hause ist vielleicht das falsche Wort, aber ich grübel nicht über die Vergangenheit nach. Die Zukunft, oder sieht man ja so schön, ist ungewiss, wissen wir nicht, oder? Und hier und jetzt sollte man leben. Gelingt man natürlich auch nicht immer wunderbar, oder? Und perfekt. Aber ich habe mit dieser Selbstreflexion lernen dürfen, zum ja, Situationen nochmal Revue passieren zu lassen, das Positive zum rausholen, beziehungsweise auch einfach mal zum sagen, das machst du nächstes Mal besser, oder? Und ich finde das so toll, weil die Carol Dweck, sie ist US-amerikanische Professorin für Psychologie an Stanford. Vor über 30 Jahren hat sie an ihren Studenten bemerkt, dass es im Grunde genommen zwei, nennen Sie es mal, Kategorien gibt. Die einen, die gehen mit Misserfolg um, sie nennen es als gegeben hin, oder? Und die anderen, die sagen das als Wachstum, oder? Und das hast du vorhin gerade, haben wir vorhin auch schon erwähnt, oder? Und sie ist mit der Theorie vom Fixed und vom Growth Mindset aufgekommen. Ja? Und das ist so wundervoll. Das Fixed Mindset, das beschreibt im Prinzip jemand, wo da fallen den Worte wie Talente oder das hat man in die Wiege gelegt kriegt, ja. Es ist gegeben, ja. Und die andere, das ist Wachstum, oder? Etwas, eine Prüfung hat nicht geklappt, das nächste Mal mache ich es besser, oder? Genau. Und wenn du das zum Beispiel mit einer wundervollen Übung aus der positiven Psychologie verbindest mit den Three Blessings, dass du, ich sage jetzt mal, einmal in der Woche drei Dinge Revue passieren lässt, was wundervoll waren, was positiv waren, ja, und die drei analysierst du dann nachher mal mit drei Fragen. Da stellst du dir drei Fragen: Was war gut? Ja, wieso war es gut? Und die dritte Frage, die hat es in sich, weil ich glaube, da scheitern viele und da habe ich auch lernen müssen, was habe ich dazu beigetragen, dass es gut war. Und das ist mächtig, das ist mächtig. Ja? Und wenn es jetzt bei Japanern so kribbelt und sie sich denken, boah, das wäre cool, dann empfehle ich, starten klein, starten mit den kleinen Dingen, oder? Ein Kompliment wollen da machen und den kriegen da ein Lächeln zurück. Gell? Also wirklich, starten klein. Und was ich so wundervoll da finde, ist, das hat so einen Effekt, Christian. Ja? Du lernst, du öffnest die und die, und da sag ich, rede jetzt nicht vom Sehen mit den Augen, sondern mit dem Herz oder mit der Seele oder wie oder so sagen will. Da sagst du automatisch oder viel intensiver und bewusster die positiven Dinge in deinem Leben. Ja? Weil ganz am Anfang hast du ja erwähnt, wir denken leider viel zu sehr negativ. Und es ist ja bewiesen, dass man 3 bis 4 Mal so viel negative Gedanken am Tag haben wie positive. Oder? Und wenn man sich auf der Zunge vergaulert, dass man 86.400 Sekunden am Tag haben, ja,
Ist das schade, wenn man den Großteil mit negativen Gedanken verbringen würde. Und du öffnest dich für das Positive und dann ziehst du das Positive, ob das Leute sind, Dinge sind, was auch immer, in die Leber. Und seit ich die Theorie kenne, ja, ausgeführt, und das ist wieder das ist das, wo ich so wundervoll finde, ausgeführt habe ich das unterbewusst über Jahre, über Jahrzehnte. Und jetzt, besonders so durch die Akademie für positive Psychologie, darf ich die Theorie dahinter kennenlernen. Und jetzt wird mir erst so richtig bewusst, was ich denn da überhaupt die ganzen Jahre hinweg gemacht habe. Ja, Ja, gell? total. Und Ja. was, mir fallen da noch viel mehr Sachen ein. Ich muss immer darüber nachdenken, das Foto, wo ich für dir gemacht habe, wo übrigens so bei dem Video jetzt im Cover dasselbe Foto ist und wie du im Buch drin bist, da hast du ein Superman-T-Shirt an. Ja. So, jetzt könnte ja jemand einmal ganz ein kritischer Mensch fragen, naja, was macht denn den jetzt gerade zum Superman? Und da habe ich immer Ja. wieder in Erinnerung, wie du mir das so erzählt hast, nämlich als Jugendlicher bzw. junger Erwachsener hat man zu dir gesagt, du wirst nicht Autofahrer können, du kannst keinen Führerschein machen, weil du nicht Autofahrer kannst. Und du hast jetzt einen Führerschein und du fährst jetzt Auto. Dann hat man gesagt, und du hast gesagt, ich will Feuerwehrmann werden, und die Leute haben gesagt, du kannst nicht Feuerwehrmann werden und du bist Feuerwehrmann. Und dann hast du mir erzählt, du willst längere Zeit in Amerika leben, und ich bin mir sicher, da wird es wieder Menschen geben haben, die gesagt haben, das geht nicht, das kannst du nicht, und du warst jetzt über eine längere Zeit in Amerika. Und das, bei aller Bescheidenheit, lieber Stefan, das ist Superman. Das ist Superman, das ist Clark Kent, der sagt, ich mache das möglich. Und da würde es mich wirklich interessieren, deswegen Ja. speichere es, also deswegen sprich es so deutlich an. Da Ja. würde es mich interessieren, wie genau machst du das? Wenn du dich nur erinnerst, weil diese Vorgangsweise, das ist für mich wahrhaftiges Kriegertum. Ja. Wahrhaftiges Kriegertum, nicht aufgeben, da ist die Mission, Ja. die du dir selber denn stellst, weil die anderen würden es deine zutrauen, und du ziehst es dann einfach durch, so lang, bis das funktioniert. Und das Ja. finde ich außergewöhnlichst und so Ja. wertvoll, dass ich einfach noch gern hätte, dass du das auch noch einmal kurz Ja. erzählst, wie du das Gefühl hast, dass du das machst. Ja. Lustig, dass du jetzt das Superman-T-Shirt erwähnst. Das hat mich damals wie angelacht. Das hat mich aus dem Schrank angelacht und hat gesagt, und du ziehst mich heute an. Ja, das So ist, ein schönes Ding. hätte man nicht besser machen können. Ich war sehr dankbar. Übrigens ziehe ich es heute noch regelmäßig an. Ein Vorgesetzter von mir, der sieht immer Hallo Superman zu mir, wenn er den sagt. Ja. Und ganz kurz mit der Feuerwehr, also Führerschein, das stimmt, mit der Feuerwehr, da war ich eigentlich der Skeptische. Also vielleicht haben wir das falsch in Erinnerung. Es Aber da war ich der Skeptische und habe gesagt, ja, da können Sie mich ja gerne brauchen. Ja, Ja. oder? Weil Feuerwehrler, oder? Das verknüpfst du, die Rolle, das verknüpfst du ins brennende Haus springen, oder? Und mit Atemschutz und allem drum und dran. Und den Wari und unsere Feuerwehr macht es so sensationell. Einmal im Jahr gibt es einen Infotag für die Jugendlichen. Mit 11 oder 12 kann man zur Jugendfeuerwehr. Und das Motto ist, cool genug für ein heißes Hobby. Also, das ist richtig toll. Und dann war ich dort an dem Nachmittag, weil ich gesehen habe, du, ich habe nichts Besseres zum tun, gehen wir einmal, oder? Also, muss es gar nicht verschönern da. Und den Gang und den, ich erinnere mich noch sehr gut, den haben sie uns die Fahrzeuge vorgestellt und sehr beeindruckend. Und dann habe ich das halt angesprochen, oder? Habe ich gesehen, irgendwie habe ich das angesprochen, oder? Und dann ist es genau um das gegangen. Und dann, ich erinnere mich noch sehr gut, dann hat mir einer gesagt, wir können jeden brauchen. Ja? Jede Person ist wertvoll, oder? Und die Botschaft war, jede Person ist einzigartig. Wow. Und dann hat der mir nur erzählt, es gibt die Funktion bei der Feuerwehr des Florians, der ist nicht nur der heilige Schutzpatron, sondern der sitzt auch in der Zentrale und der muss am Computer affin sein, der muss
Charterleser können, oder? Der soll Mhm. telefonieren können und nicht in jedem zweiten Satz und was ich nicht. Und dann hat er gesagt, natürlich können wir die brauchen, oder? Und Christian, ich bin letztes Jahr, weil ich 12 Jahre aktives Mitglied bin, bin ich befördert worden zum zweiten Mal, oder? Und das war so ein besonderer Moment für mich. Und das Tolle war, da sagt man wieder, es gibt keine Zufälle. Ich war zu Weihnachten auf Heimaturlaub, oder? Du hast erwähnt, ich war in den USA für längere Zeit. Und am Tag, bevor ich abgereist bin, hat diese Jahreshauptversammlung stattgefunden. Und der Kommandant hat mich persönlich angeschrieben und hat gesagt, ich habe gehört, du bist im Lande, bist dabei, oder? Und ja, und danach bin ich dort befördert worden. Ja, 12 Jahre aktives Mitglied, oder? Verdient und Gratulation an der Stelle. Ja, und das mit dem Führerski, das sind so Aktionen von mir, Christian, weißt, es gibt Momente, da kann ich ewig umeinander tun, gell? Und dann gibt es Momente, wo ich sage, das will ich und das mache ich. Und dann kannst du sicher sein, dann lasse ich das nicht wieder eine Woche, zwei liegen, sondern dann gehe ich das auch. Und genauso war das mit dem Führerschein. Mit 18 hat mich das nicht interessiert, ja, und mit 21 habe ich gesagt, jetzt will ich es, jetzt mache ich es. Und auch dort, ich habe wieder die Dinge in mein Leben gezogen, oder? Ich durfte nach Bludenz zur Bezirksärztin gehen. Und ich wusste gar nicht, dass das eine Nachbarin ist von mir, Christian. Und die hat gesagt, Stefan, ich kenne dich, seit du ein kleiner Bub bist. Du fährst Fahrrad, du bist bei der Feuerwehr. Ich traue dir das zu. Und ich gebe dir die Chance, oder? Und auch in der Fahrschule, Fahrschullehrer, oder? Hat den auch gesehen, oder? Ich habe ihn gefragt, darf ich mal schauen, welches Auto in Frage kommt? Und auch dort habe ich wieder die größte Herausforderung angenommen. Ich habe mit einem VW-Büssle fahren gelernt, Christian. Weißt du? Ja. Wahnsinn, ja. Ja, und ja, wundervoll. Ja. Ja. So, das ist der, was der Punkt ist, und du hast ja jetzt nicht konkret beantwortet, was ich gefragt Oh. habe mit dem, wie genau machst du das? Die Frage ist, ist dir das überhaupt bewusst? Schon. Deswegen, es gibt vielleicht keine Antwort, weil mir tun einfach Dinge, oder, dass du so eine Überzeugung gehabt hast, ist natürlich extrem wertvoll, weil das ist der Motor, der bringt uns dort an. Und ein bisschen hast du so beschrieben, deswegen jetzt tue ich ein bisschen vermuten, dass du ein grundsätzlich positiver Mensch bist, das heißt, du hast dich von den negativen Gedanken nicht abhalten lassen, die sich viele Menschen vorher machen, bevor sie überhaupt den Arsch aus dem Sofa kriegen. Hören die ja schon auf an ihre Pläne oder Träume zum Glauben, weil sie nur Gründe gesammelt haben, warum es nicht geht. Und ich Ist glaube, vielleicht die sogar der Kombi Motor. ist es bei dir, ne? Ja, und es ist vielleicht sogar gerade der Motor. Das können vielleicht die einen oder anderen nachvollziehen. Wenn dir jemand sieht, das kannst du nicht, Ja. dann ist das quasi der Antrieb, Ein das Auftrag. richtig. Vielleicht nennt es vielleicht sogar Ego, oder? Ja, Und ja. das sage ich euch, dass es Ja. kann. Ja. Und um die Frage dann noch zu beantworten, wenn ich etwas will, dann tue ich es, dann komme ich ins Tun, oder? Und je älter dass ich werde, desto mehr merke ich, dass ich ein Perfektionist bin, ja? Und dass ich mir, auf diesen aufpasse und diesen aufpasse, oder? Aber ich erinnere mich dann auch wieder an den Spruch, wenn Microsoft ein perfektes Produkt auf den Markt bringt, wären sie heute noch nicht auf dem Markt, oder? Deshalb einfach versuchen, oder? Schon durchdacht, schon durchdacht, aber einfach einmal tun, oder? Und dann sagt man, wie es weitergeht, dann sagt man, was kommt, oder? Weil Ziele sind wichtig und da wird mir jetzt vielleicht der ein oder andere Projektmanager hassen für die Aussage, aber ein Ziel ist wichtig, hart zum Wissen, wo geht es um mich, aber der Weg dahin ist das Wunderschöne, Ja, oder? Der bin ich Weg bei dahin dir. ist das Wunderschöne, oder? Also, eben mit dem Wort mittlerweile sogar meine Mühen mit Ziele, die habe ich vorher auch schon gehört. Also, so rein aus dem Marketing kommen, da halte ich das, da lache ich immer, weil ich immer sage,
Ihr wissen ja nicht einmal, was morgen ist, was wenn dann von mir wissen, was in 5 Jahren sie soll. Genau. Aber ich verstand natürlich die Idee, deswegen, wie du es richtig siehst, Motivation, Richtung, Begeisterung, die Ansprüche kennen, das glaube ich ist es. Nur in Bezug auf dieses, was man kann und was man nicht kann, da ist man auch, also ich merke, ich beschäftige mich mit so Menschen. Reinhold Messner, den ich auch porträtiert habe, Gott auf den Mount Everest ohne Sauerstoff, obwohl der damalige Stand der Dinge, also wirklich wissenschaftlich belegbar, es nicht überlebbar war. Und er macht's. Und dann auf die Frage hin von einem Journalisten, ob er lebensmüde sei, hat er gesagt, na, ich habe einfach gespürt, dass es kann. Und das ist großartig. Jetzt musst du mal überlegen, wie viele Tausende dem gesagt haben, das geht nicht, und er hat es trotzdem gemacht. Und wenn man das kann, wenn man das nicht nur ausblenden kann, was die sagen, sondern auch in dem eigenen Vertrauen zum Lieber, zum Säge, spür doch, dass es kann, dann glaube ich, kann man Großartiges vollbringen. Und auch vom Schwarzenegger kenne ich das, weil der hat in irgendeiner Speech das einmal gesagt, hat er gesagt, when people say I can't, I hear I can. Also er hat so angestellt, wie wenn er akustisch ein Problem hätte in der Wahrnehmung. Aber ich kann das nicht, kennt er nicht. Und ich meine, sie leben deutet stark darauf hin, dass das stimmt. Oder? Wenn man dem 1.000 Mal gesagt hat, ein steirischer Bauernbub, der nicht einmal in München als Bodybuilder eine Chance hat, kann so einen Lebensweg anlegen. Und ich finde es faszinierend. Mich faszinieren so Menschen. Ich mag aber drum auch lernen von denen, wie genau machst du es? Und so war ja auch die Frage gemeint. Und ich habe es jetzt mittlerweile bei dir voll verstanden. Es ist einfach die Kombination aus einer positiven Idee, dann aber auch die Klarheit, wenn ich dran blieb und es so durchziehe, gelingt es so. Und das finde ich super wertvoll, einfach auch als Botschaft für heute, für unsere Unterhaltung, dass wir das den Menschen schenken können und sagen, hey, geben nicht auf und hören auf mit dem Scheiß drüber nachdenken, sondern machen einfach einmal. Genau, und ich finde auch, ich habe noch gelernt, eine verpasste Situation, oder, die holst du nie mehr wieder zurück, Genau. oder? Also lieber versuch's und du findest raus, es war nichts, ja, als wir, dass das, als dass du dir dein ganzes Leben lang immer wieder die Frage stellst, was wäre wenn, Ja. oder? Und ich habe noch zum Beispiel vor 3 Jahren die Chance gekriegt, vom Unternehmen, für das ich gerade arbeite, nach Amerika zu gehen, oder? Weil, wie du selber gesehen hast, nachdem ich maturiert habe, durfte ich ein halbes Jahr im Ausland leben, in San Francisco. Und dort hab ich schon gesehen, oder? Dort habe ich mit 19 schon gesehen, ich sage jetzt Firma, wenn man eine Firma Chance gibt, für 2, 3 Jahre noch einmal oder in den USA zum Leben, zu arbeiten, die Chancen nehme ich an, ja. Und dann ist das eingetroffen, oder? Ja, kann man jetzt manifestieren, sagen, kann man jetzt einfach so daher oder visionieren oder wie auch immer, aber es ist cool, oder? Und das war auch so eine wertvolle Zeit für mich auch, oder? Wo ich persönlich und auch professionell wachsen durfte und lernen durfte. Ja, und auch das möchte ich nicht mehr missen. Ja, das Ja, wir sind, da haben wir ja die Gleichheit, wir sind beide USA. Affin. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dir Feuerwehrautos geschickt von meinem Roadtrip, wo ich da gemacht habe, auf der Route 66, weil wir uns dort schon austauscht haben. Ja, es ist total schön. Stefan, es ist einfach wieder, ich merke, wir zwar, wir könnten uns Stunden um Stunden unterhalten. Und ich habe aber das Gefühl, jetzt gerade mit dem Satz, den du vorher gesagt hast, mit diesem, wie genau du es machst, dürfen wir, glaube ich, dieses Gespräch gut abgerundet, Serna. Herzlichen Dank für deine Offenheit. Ich finde es einfach großartig, mal schlicht und ergreifend, dass es die gibt. Aber ich bin auch extrem dankbar, dass ich mit dir in so Räume gehen kann, dass du mit in dem Buch bist, dass wir jetzt uns wieder da unterhalten haben. Und ich freue mich auf alles, was mir noch gemeinsam auch noch machen können, natürlich auch alles, was du selber machst, du mit dir in deinem Leben noch, weil wir haben ja einen angedachten Plan, dass wir vielleicht irgendwann zu der Buchpräsentation uns dann auch gemeinsam auf die Bühne stellen und dann auch du deine Geschichte da dazu noch einmal
erzählen darfst, weil ich es einfach extrem wertvoll finde. Also ich finde, das hört für mich nie auf, diese Arbeit, die da echt gern macht, den Menschen immer wieder alternative Wege, alternative Gedanken zum Zorgen. Und du machst genau dasselbe, du fühlst genau dasselbe. Deswegen ist super, wenn wir uns so verdoppeln in dieser Angelegenheit. Gibt es noch Ja. irgendetwas, wo du das Gefühl hast, das gehört in diesen Raum noch rein? Gibt es irgendwas, was du den Menschen zum Abschluss noch gerne mitgeben möchtest? Wow, so vieles, gell, so vieles am liebsten. Also ich spüre jetzt schon, dass das nicht unser erster Pure Soul Talk ist, nicht der letzte ist. Und ich möchte dir danken auch für diese Plattform, für diesen Raum, den du da schaffst. Ich finde das wundervoll. Ja, Gerne. und ja, es würde so vieles geben, wo noch zu sagen ist. Für heute hast du selber gesehen, oder? Wir haben es schön abgerundet. Wir haben es schön Super schön. abgeschlossen. Und ja, danke, dass du den Raum auch schaffst, Christian. Von Herzen gerne. Das ist, weil, ja, genau das braucht die Welt. Genau das Super braucht die schön. Welt, oder? Gut, Stefan, du denn alles Liebe von Herzen. Danke, dass du da warst. Danke auch an die ganzen Zuschauer und Zuhörer, die das bis zum Schluss mit uns mitgeflogen sind. Und ich freue mich, wenn wir uns hier und dort wieder mal begegnen, um uns mit offenen Herzen und leeren Händen auch einfach wieder bereichern dürfen. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Danke Alles dir. Liebe und bis bald. Bis bald, Christian. Ciao. Ciao.